Das sieht ja blöd aus. Wieso habe ich den hier jetzt so weit rausgebaut? Und dann gehen wir einfach hier rüber. Irgendwann habe ich so viel Kabelzeug, dass selbst die 4 USVs nicht mehr ausreichen. So, das müsste jetzt passen. Kann ich dich jetzt gleich einschalten? Nein, da müssen wir hochfliegen. Hui. Fast ein bisschen klein jetzt hier das Licht. Ich dachte, das wäre ein bisschen natürlich. Von hier sieht man gar nichts. Aber vielleicht, wenn wir uns mal verirren beim Ressourcensuchen, vielleicht ist es dann die Rettung ganz zum Schluss. Sieht ein bisschen okay. Jetzt dachte ich schon, ich bin irgendwo reingeflogen. Das ist nur unser Kühlschrank. Das gefällt mir noch nicht wirklich. Aber das werde ich auch nochmal außerhalb dem Stream umbauen. Dass wir mal irgendwo hier, vielleicht dass wir es hier direkt neben die Dinger dran klatschen, wenn das geht. Hier vorne. Ich glaube, das wäre auch ganz gut. Okay, so. Wie sieht es denn hier aus mit der Anzeige? Das könnten wir noch kurz machen. So viel Zeit haben wir noch. Wir holen uns einen Mathematik-Logistik-Prozessor-Dings. Logikspeicher, Prozessor, Schalter. Ich weiß immer nicht, was da alles drin ist. Prozessor. Hier ist in Logik.io ist Reader, Writer und Batch Writer. Logikspeicher ist nur der Memory. Ich probiere mal Logikprozessor. Schauen wir mal. Recheneinheit. Die brauchen wir doch, Mensch. Die brauchen wir doch. Was gibt es hier noch? Recheneinheit, Vergleicher, Wahleinheit. Grenzwerteinheit, Min-Max, okay. Und was ist das? Unarität, aha. Okay, also Recheneinheit, die brauchen wir. Und die setzen wir, Moment, da kommt es raus. Logic Writer, wir müssen die dazwischen hier setzen. Da müssen wir es dazwischen setzen. Machen wir mal Platz hier. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie dann. Wir verkabeln einfach alles mit allem. Habe ich auch schon gesehen. Wird sehr gern gemacht. Oben Strom. Links kommt was rein. Rechts kommt was rein. Und unten kommt das Ergebnis raus. Das würde sogar jetzt wird nicht passen, weil wir hier raus müssen. Da komme ich mit den Kabeln jetzt gar nicht. Okay, wir verkabeln komplett einfach so. Das ist schon blöd jetzt. Hm. Aber wenn wir mit den beiden jetzt ein bisschen nach unten rutschen würden. Ein Stückchen nach unten. Das können wir machen. Hierher. Moment, dann komme ich wieder nicht zu dieser Lese. Ah, das ist so blöd, weil die so viel Platz wegnehmen. Weil die so viel Platz wegnehmen.
Wir hauen jetzt einfach überall Kabel ran. Was meinst du denn mit nach oben bauen? Schon wieder? So, jetzt schauen wir nochmal. Also, nach oben bauen. Ich verstehe. Hier rein meinst du? Hier rein. Also, Logic. Ja, Bodenrost wegnehmen. den Bodenrost wegnehmen, das meinst du. Okay. Nee, vielleicht geht es ja jetzt so auch. Also, wir kommen jetzt hier. Müssen wir wieder ändern mit dem Schraubendreher. Hier kommt rein Kabelmesseinrichtung. Hier geht rein Power Potential, nein, Actual. Dann in die Math. Oh, wir müssen ja hier oben noch verkabeln. Da müssen wir noch mal was machen. Links und rechts. Hier kommt, die müssen wir noch umbenennen, theoretisch auch, machen wir jetzt aber nicht, das mache ich dann außerhalb. Hier kommt rein der Logic Reader. Ein Kabel fehlt noch. Ist das so? Oh, oben drüber, ne? Strom brauchen wir ja auch noch. Strom brauchen wir noch. Also, Logic Reader. Das heißt, oh, jetzt habe ich den neu gesetzt. Und das heißt, der ist nicht mehr... Oh, das ist doch blöd. Ist genauso blöd, dass sich auch die Teile, die Farben nicht merken. Wenn man die abbaut und wieder anbaut, dann sind die wieder weiß. Und genauso offenbar hier... dass sich das die Namen nicht merkt, wenn man die abbaut und wieder anbaut. Sehr schade. Logic Reader Solar Array. Dann hier oben Math Unit Solar Array. Hier passt es noch, genau. Also, Kabelmesseinrichtung, Solar, Power Actual, dann hier oben einschalten. Dann hier oben haben wir Logic Reader Solar Array. Von rechts soll Logic... Nee, Quatsch. Oh, da brauchen wir ja auch noch Memory. Wir brauchen ja auch noch Memory. Wir müssen ja einen Wert reingeben. Hier. Ja, das machen wir mal kurz, ne? Dann setzen wir das noch kurz rein hier mit der Kommazahl und dann passt das. Pustekuchen. Ich dachte mir schon, ich habe jetzt kleine Schritte mir vorgenommen. Das heißt, zukünftig muss ich mir nochmal kleinere Schritte vornehmen. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Jetzt haben wir natürlich überhaupt keinen Platz mehr. Basteln wir, der ist ja auch so groß. Aber da brauchen wir nur einen Ausgang eigentlich. Das heißt, den könnten wir vielleicht, können wir den theoretisch, nee, den können wir hier hersetzen. Dann schaut er aber hier so blöd rein. Ja, dann machen wir das, oder? Dann erweitern wir hier oben noch ein bisschen. Ganz schrecklich. Ich will ja alles immer schön kompakt haben. So. Dann stellen wir dich auf 100 ein.
Mit dem Schraubendreher natürlich. 100. Und benennen dich noch um. Keine Ahnung, Memory. Memory 100. Da können wir vielleicht auch für was anderes hernehmen. Wenn wir irgendwo in dem Netzwerk nochmal einen 100er Memory brauchen, dann können wir den trotzdem nochmal hernehmen. Und einmal Kabel. Kabel habe ich natürlich jetzt schon reingehängt. Das ist klar. Nee, hier. Gott sei Dank. Und, oh Gott, oh Gott. Es wäre so einfach, wenn man das mit weniger Tastengriffen lösen könnte, das alles. Also, dann haben wir jetzt hier. Memory brauchen wir. Memory 100. Hier kommt rein Solar Array. Logic Reader. Dann wird hier geteilt. Das kommt raus. Das heißt hier MU Solar Array kommt hier rein. Als Variable Setting. Und LED Solar. Ja, nö. Oh, einschalten müssen wir es noch. State 0. 0, 0. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es passt. So, da drüben liegt noch ein Bodenrost. Ich mache das jetzt ganz optimistisch zu. Oh, da kommen die ersten Werte. 0, 1. Ah, wunderbar. Es ist aber immer noch so. Oh, immer noch so groß. Gibt es eine Möglichkeit, dass man irgendwie runden kann? Bei den Werten? Das sieht ja blöd aus. Das sieht ein bisschen komisch aus. Und ich glaube, das werde ich auch nochmal wegmachen und hier rübersetzen. Das sieht ein bisschen. Jetzt haben wir wieder gar keinen Strom. Kommt denn der Strom jetzt her auf einmal? Plötzlich. Ich denke mal, das ist eher noch Bug, oder? Dass immer mal wieder ein bisschen was kommt. Ah, jetzt geht die Sonne auf. 12 Kilowatt, 13, 14. Gut. Ist doch schön. Ein bisschen Detailverbesserungen müssen wir auf alle Fälle noch machen. Daran führt kein Weg vorbei, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Erstmal. Gut. Gibt es denn sonst noch was zu tun? Was ist denn als nächstes geplant? Wir haben das Blinklicht Hammer beim USV und im Keller ein Watt-Lesegerät herstellen und an das Kabel hängen, damit gelesen werden kann, wie viel Watt gerade aus der USV reinlaufen. Das ist ja eigentlich das, was ich hier... Was? Ich kann bei den Anzeigen den Modus ändern? Und dann zeigt der Kilowatt an, sagt Creati 69. Was? Hier? Wie kann ich denn hier die Anzeige ändern? Wie mache ich denn die Anzeige anders? Kann ja nicht mit dem... Also hier macht er nichts. Du meinst hier bei der Messeinrichtung oder hier in der Logik drin? Bei der Konsole. Wir haben keine Konsole. Hier meinst du? Mit LW den Modus ändern. Mit was? Was heißt denn LW? Hier drinnen, Setting, Moment, jetzt habe ich, ah Mist, jetzt habe ich hier Out gemacht, LED, Gott,
bis ich das wieder finde. Oh nein, Moment, wollen nicht so. Oh. So, Modus. Ich habe nur Modus, Setting, On und Color. Was Mai ein. Mach einen neuen Logic Writer, den auf die Anzeige, dann Modus ändern. Aber wenn ich habe doch hier. Ich habe hier nur Setting. Und den Modus auf 2. Ach so. Ach so, ich kann hier einen zweiten Logic Writer anhängen. Also bei Setting liefert er quasi die Rohdaten. Und wenn ich einen zweiten Logic Writer, die kommen sich dann nicht in die Quere. Einen zweiten Logic Writer irgendwo hierher setzen oder hier oben drüber. Und dann kann ich hier die Kilowatt anzeigen lassen, indem ich den Modus auf 2 ändere. Nee, sagt er jetzt. Nö. Ich muss den Logic Writer muss ich ja auf Setting lassen, damit ich überhaupt die Daten bekomme. Ja. Oh Gott, Gott, jetzt hat er sich hier komplett verdreht. Jetzt hast du dich hier komplett verdreht, mein Lieber. Das alte lasse ich so, wie es ist, genau. Hallo Vendros. Aber ich brauche einen zweiten Logic Writer, den ich dann irgendwo hierher packe. Ich weiß nicht, wieso ich so blau bin. Das ist immer, wenn ich das Spiel aufnehme, bin ich blau. Keine Ahnung, wieso. Ich weiß nicht, wieso. Das gehört wahrscheinlich hier zur Atmosphäre. Ja, schreib mal weiter, Kreativ. Ich baue einen zweiten Logic Writer. Beim zweiten Logic Writer mache ich in dann auch wieder zum Beispiel den Logic Writer hier. Ne, wir haben ja dann schon den Wert. Und mache bei out, mache ich LED Solar Array. Was wegen dem Grau im Monitor? Wegen was? Und dann müsste ich ja eigentlich hier rausgehen mit dem Logic Writer in den neuen Logic Writer rein und dort dann Setting quasi einstellen und dann hier reingehen. So stelle ich mir das vor. Ich werde das mal ohne euch probieren, damit ihr euch nicht mehr zu sehr langweilt. Ihr habt mir heute eh schon so zuschauen müssen bei so viel Bastelei. Aber na gut, ich bin auf alle Fälle froh, dass wir schon mal unsere erste schöne Anzeige hier haben, dass das schon mal schön läuft. Und ich werde mich noch ein bisschen damit spielen. Das kann sein, dass es an dem Grau jetzt liegt. Ja, dass das dann quasi irgendwie anders gemacht wird. Wenn ich reingehe hier, ist wieder ein bisschen anders. Oh, ich sehe gerade, da ist ein gekräuseltes Haar hier. Na gut. Okay, und dann wären wir jetzt für heute am Ende. Ich schaue mal hier runter, ob da noch irgendwas druckmäßig ist. Aber das müsste jetzt mittlerweile passen. Ja, 0,0. Ich hoffe, wir müssen die anderen Solarpanel noch anpassen, damit die sich wieder schön alle aufladen. Die müssen wir noch einfärben.
kannst auch einen Computer mit Logic Motherboard nehmen und änderst den Modus der Anzeige. Kann ich dann den Computer wieder wegbauen? Ah, den kann man wieder abreißen dann. Ah. Muss der Computer dann hier an das LED Solar Array angeschlossen werden? Damit das klappt. Dann könnte man ja so einen kleinen tragbaren Computer basteln, den wir überall mit hinnehmen und dort die Sachen programmieren, dann wieder wegnehmen und dann passt das. Schaue ich mir mal in Ruhe an, wie das funktioniert. Wäre eigentlich besser, weil dann spare ich mir hier drinnen nochmal einen Logic Writer, den wir normalerweise nicht benötigen. Nur ans Netzwerk, okay, ja. Und wie heißt das Ding? Logic Motherboard. Habe ich da nicht schon was? Ich habe ja vorhin ganz am Anfang schon einiges ausgedruckt. Logic Motherboard. Ah, Motherboard Logic. Ich setze die mal hier runter. Damit ich mir das merke. Und da muss ich halt auch einen Computer basteln, ne? Ich habe leider hier keine Lampen, die mir ins Gesicht ballern, Sascha. Das ist ja hier mein Arbeitsbereich und da ist nicht mehr so viel Platz, dass ich hier noch irgendwie Lampen aufstelle oder so. Na gut, aber das Blau trägt zur Atmosphäre mit bei hier im Spiel, würde ich mal sagen. So, ich packe hier mal das wieder drauf. Ja, und dann sind wir für heute erstmal fertig. Ich muss zugeben, es war ein bisschen langsamer, als ich gehofft habe. Ich habe gehofft, wir schaffen ein bisschen mehr, aber na gut, vielleicht beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal werden wir... Watt-Lesegerät brauchen wir nicht mehr in der USV. Wir werden uns 3 Tablets machen, damit wir für Netzwerkatmosphäre und für den Peilsender, damit wir da immer jeweils das passende Tablet haben. Können wir uns ja mittlerweile leisten und ich nicht ständig hin und her wechseln muss. Ich habe noch aufgeschrieben, einen Kontrollraum für USV-Batteriezustand für den schnellen Überblick. Habe ich mir gedacht, wir haben ja hier hinten noch jede Menge Platz hier, dass wir hier so einen neuen Anbau machen, wo wir quasi so kleine Kontrollinstanz machen, wo dann jede Menge Monitore, Computer und Zeug drin hängt und wo wir dann, wenn wir Sachen nachschauen wollen, einfach nur hier reingehen und dann schauen, ah Moment, Temperatur ist gut und Druck ist gut und das passt auch alles im grünen Bereich, super. Ne? Das wäre der Idealzustand. Ich werde das mal ein bisschen nach unten verschieben, das hört sich nämlich ziemlich kompliziert an. Lichtschalter für Erdgeschoss und Keller, das hört sich gut an. Das hört sich richtig gut an. Das können wir wahrscheinlich relativ schnell angehen. Die Konsolen würde ich auch gerne mal probieren. Das war ja eigentlich für heute vorgesehen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Was haben wir noch? Für die Kühlung, Radiators für Kühlung und Rohre beim Schmelzofen. Das kommt dann, wenn wir den Schmelzofen komplett umbauen. Bodenradar, ja, Fabrikator, der wäre auch noch gut. Ich würde aber fast sagen, dass wir das nächste Mal hier auch die Tank schon reinsetzen und anfangen mit dem Umsetzen des Ofens. Wenn wir den einmal anfassen, dann müssen wir den auch fertigstellen. Sonst macht es keinen Sinn, dass ich hier, wenn ich dann die Rohstoffe habe, wir wollen ja die ganzen Gase hier auch abfiltern. Vielleicht machen wir es erstmal so, dass wir erst die ganzen Behälter hier reinsetzen, dann den Ofen so weit und die Filter so weit hier anordnen, dass es funktioniert. Ne? Ganz simpel. Und erst im zweiten Schritt, wenn es dann funktioniert, packt man die Sachen hier hoch und hier oben machen wir dann die Konsolen für die Steuerung. Ich denke, das ist sinnvoller. Ich glaube, das ist eh wieder ein Riesenakt, wenn ich die Sachen hier reinbringe. Da müssen wir auch Rohr verlegen und so weiter und so fort. Ja, da kommt einiges noch auf uns zu. Raumkühler mit Temperaturanzeige und automatischer Temperaturregelung wäre auch ganz gut.
und aus Sauerstoff und Wasserstoff Treibstoff für den Ofen herstellen wollen wir auch noch machen. Also ja, wie gesagt, es gibt ziemlich viel zu tun. Ein Knopf für Selbstzerstörung, der kommt bestimmt auch. Wobei, den brauchen wir gar nicht, das erledige ich dann automatisch, indem ich wieder irgendwas Komisches zusammenmixe. Gut, dann haben wir es für heute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend und wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Dann wahrscheinlich mit Stellaris beim nächsten Mal. Müssen wir auch fertig machen. Es kommt ja bald Europa Universalis 4, das Add-on raus. Da will ich auch nochmal ein bisschen was machen. Und dann wieder Kerbal Space Program. Bis die Tage, macht's gut. Ciao.